unberührte Natur, mitten im Herzen Deutschlands. Andreas Kieling macht sich auf den Weg, unsere Heimat neu zu entdecken. Auf der Spur der Grenze, die das Land ehemals teilte. 20 Jahre ist es her, dass die Mauer fiel. Auf ihren Trümmern ist unbemerkt ein Paradies herangewachsen. Es ist ein Weg voller Entdeckungen, auf der Fährte der Natur, unterwegs mit Tieren und Menschen. Es ist das Abenteuer Deutschland. Längst haben sich Andreas Kieling und Hund Cleo an den holprigen Kolonnenweg mit seinen Stolperfallen gewöhnt. In der Nähe von Göttingen erreichen sie das Eichsfeld. Wir sind jetzt im südlichen Eichsfeld angekommen. Das Eichsfeld ist ein Mittelgebirge zwischen dem Thüringer Wald und dem Harz. Ziemlich unbekannt, aber der Boden hier ist sehr kalkhaltig. Das heißt, hier wachsen sehr viele seltene Pflanzen und es gibt auch außergewöhnliche Tiere. Und mit dem Sonnenschein hat es jetzt wohl auch begonnen. Die Regenzeit liegt hinter uns. Für die nächsten Tage ist Hochdruckwetter gemeldet. Ich freue mich richtig. Grüne Plateaus bestimmen das Landschaftsbild. Durchs Tal schlängelt sich die Werra, einst Staatsgrenze zur DDR. Andreas erklimmt den Gobert mit 570 Metern höchste Erhebung der Gegend. Schön barfuß. Auf seiner Reise begegnet Andreas Kieling oft Naturfreunden aus der Region. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sind Sie ortskundig hier? Ja, das bin ich. Also ich habe mir, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber ich glaubte eben einen Wanderfalken rufen zu hören. Kann das denn hier überhaupt sein? Ja, das kann sein. Ja? Das haben Sie sich nicht eingebildet. Hier gibt es wirklich Wanderfalken. Wieder Wanderfalken. Wir haben wirklich gedacht, der Vogel stirbt aus. Und da ist über ein aufwendiges Programm ist diese Vogelart wieder angesiedelt worden. Hier am grünen Band, was ja damals noch kein grünes Band war. Ja. Das war ja damals noch die innerdeutsche Grenze. Ja. Aber man hat hier diesen Bereich wegen der Natürlichkeit und wegen der natürlichen Felsen auch, hat man ausgewählt, um den Vogel hier wieder heimisch werden zu lassen. Der Wanderfalke, soviel ich weiß, ist auch der schnellste Vogel von allen, oder? Ja. Ist er, ja? Wird gesagt, über 200, 250 Stundenkilometer. Ja, da hinten fliegt er. Dank des Engagements von Wolfram Brauneis und anderen Vogelschützern ist der Bestand der Wanderfalken im Eichsfeld vorerst gesichert. Steigt er ganz toll in die Thermik hoch. Vorbei an der altgotischen Burgruine Hahnstein setzt Andreas seine Reise fort. Immer wieder stößt er auf seltene Tier- und Pflanzenarten. Orchideen wie das männliche Knabenkraut schätzen die rauen Höhen und Kammlagen, die für Teile des Eichsfeldes typisch sind. Der lange isolierte Grenzstreifen bietet Andreas überraschende Raritäten. Der Frauenschuh ist die größte Orchidee, die in Deutschland vorkommt. Und wenn ich mir diese Blüten anschaue, erinnern sie mich auch etwas an tropische Formen. Die Befruchtung dieser Pflanze ist gar nicht so einfach. Sie ähnelt so einer Kesselblumenfalle. Das heißt, Insekten, meistens sind es große, kräftige Käfer, klettern hier oben vom Duftstoff angelockt in den Schuh hinein und kommen nicht mehr ohne weiteres raus. Erst wenn sie die richtige Stelle gefunden haben, nämlich da, wo innenliegend die Pollen sind, können sie über die Narbe, die ja eigentlich das weibliche Geschlechtsorgan ist, also dieser Pflanze, diesen Schuh wieder verlassen. Und in dem Moment ist der Frauenschuh bestäubt. Pflanzen mit seltsamen Bestäubungstechniken, aber auch historische Kuriositäten liegen auf dem Weg. Ein Relikt aus DDR-Zeiten. Endlich habe ich im Eichsfeld das gefunden, wonach ich schon so lange gesucht habe. Das ist wirklich eine Sensation. Das ist nämlich, genau,
Das ist einer der berühmten Tunnel, die es angeblich nicht gab, die immer so als Phantome verkauft wurden. Aber hier steht's auch, Stasi-Röhre. Ein Tunnel von Ost nach West. Beton ausgebaut. Sehr spannend. Bisschen gruselig. Und wenn man hier durchkriecht, kommt man in den Westen. Cleo ist zu Recht irritiert. Was hat es wohl mit diesem merkwürdigen Rohr auf sich? Alte Flugaufnahmen zeigen es. Die Grenzanlagen bestanden aus einem 10 Meter breiten Kontroll- und Todesstreifen, der vermint war. Agenten konnten diesen Bereich nur durch Tunnel unterwandern. Andreas, der selbst aus der DDR flüchtete, waren solche Fluchtkorridore damals unbekannt. Hätte ich damals gewusst, dass solche Tunnel wirklich existieren und nicht nur ein Mythos sind, hätte ich wahrscheinlich auch versucht, hier durchzuflüchten. Aber die Lage dieser Tunnel war natürlich streng geheim. Da wusste so gut wie keiner von. Und da hinten kann man schon die Freiheit sehen. Der Tunnel ist in den letzten 20 Jahren ganz schön schlammig und moddrig geworden. Außer Cleo und mir kriechen jetzt wahrscheinlich nur noch Füchse und Dachse durch. Oh, ist nur 40 Meter lang, aber hat's in sich. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wieso ist der Bundesgrenzschutz auf westlicher Seite nie auf diese Tunnel aufmerksam geworden? Die Erklärung dafür ist, dass ich mich immer noch auf ehemaligem Staatsgebiet der DDR befinde. Und die eigentliche Grenze zur Bundesrepublik beginnt erst 50 Meter da unten. Grenzschützer aus der Bundesrepublik hatten gar keine Möglichkeit und kein Recht, auf dieses Gebiet zu kommen. Insofern war das Ganze hier immer für sie, ja, getarnt und blieb unentdeckt. Eine Prozession. Kloster Hülfensberg muss ganz in der Nähe sein. Die Geschichte dieses Franziskanerklosters reicht bis zu den Germanen zurück. Seit 1860 ist es ein bedeutender Wallfahrtsort. Und seine Lage war zu DDR-Zeiten brisant. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Oder Rolf? Andreas Kehling ist mein Name. Herzlich willkommen. Wir sind auf der Wanderschaft. Nicht auf der Wallfahrt, aber auf der Wanderschaft. Und jetzt bin ich hier vorbeigekommen, weil es hier direkt auf der Grenze liegt. Ja. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, also dieses Gebäude hier, die Kirche und das Kloster ist ehemaliges DDR-Gebiet. Ja, ja, ja. Wir sind hier gerade mal 500 Meter von der ehemaligen Grenze entfernt. Zu DDR-Zeiten war es natürlich besonders schwierig, weil die Wallfahrt sehr eingeschränkt wurde. Also die Menschen unten im Tal haben mir schon erzählt, die haben regelrecht geschimpft, dass sie nur 3 oder 4 Mal im Jahr, glaube ich, einen Passierschein überhaupt bekamen, um hier hoch wallfahren zu dürfen. Es gibt ja also traditionelle Wallfahrtstermine, die Fähre. Und nur zu diesen Terminen durften Leute hier oben auf den Berg. Die mussten also dann einen Passierschein beantragen. Und das war gar nicht so einfach. Schon ein falsch ausgefülltes Formular konnte eine erfolgreiche Pilgerschaft verhindern. Heute hat Andreas Kehling die Möglichkeit, das Innere des 750 Jahre alten Klosters zu bewundern. Die Kirche ist neu hergerichtet und außergewöhnlich ist das Jesuskreuz. Das Besondere an dem Kreuz ist natürlich, dass der Herr nicht als Toter dargestellt ist, sondern schon als jemand, der den Tod besiegt hat und der hier die Besucher freundlich lächelnd anschaut. Nämlich ist ein gleiches Lächeln auf dem Gesicht. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ja, das ist klar. Das ist natürlich vor 2 Jahren erst renoviert worden. Das war vorher schon ein bisschen anders. Man muss sich das so ungefähr so vorstellen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das erst noch so war, dass wir eine große Ordensprovinz sind, wo westliche Brüder, also aus Westfalen und Oldenburg und Brüder hier aus dem thüringischen bzw. ostdeutschen Raum zusammenlebten. Und als dann die Grenze plötzlich hier zu einer Staatsgrenze wurde, da waren natürlich die Brüder ganz plötzlich anders eingesperrt. Ja, hier auch sozusagen unfreiwillig Einsiedler. Ja. Sind die dann automatisch DDR-Bürger geworden, also die aus dem Westen? Ja gut, die hier wohnten, die haben natürlich gesagt, wir bleiben hier wohnen, sind dann Bürger der DDR geworden. Ja.
Ja, das kommt Ihnen wahrscheinlich ein bisschen bekannt vor, wenn Sie hier in der DDR häufiger waren. Denn das ist also ein Lautsprecher, der vom ehemaligen Dorffunk herkommt. Ja. Da wurde also früher, aus der DDR, ja. Da wurde früher sozialistische Parolen durchverkündet und heutzutage wird Gottes Wort dadurch verkündet. Aber das spricht ja eigentlich für eine sehr gute Qualität dann, ne? Dass die alten Dinger immer noch ihren Dienst tun. Ja. Der Grenzstreifen im dünn besiedelten Eichsfeld bietet perfekte Lebensbedingungen. So nutzt Andreas auf seiner Wanderung Richtung Norden jede Gelegenheit, Tiere zu sehen, besonders am frühen Morgen. Hasen bemerkt Cleo meist schon früher als Andreas in der Nase. Der Dachs ist der größte Marder Mitteleuropas. Als flexibler Allesfresser hat er sich auch die Felder und Wiesen des Eichsfeldes erobert. Er scheut die Nähe des Menschen zwar nicht, aber hier ist er noch ungestört. Die Smaragdeidechse genießt die ersten Sonnenstrahlen. Das Reh lässt sich nicht stören. Und der Rotmilan dreht entspannt seine Runden. Die Tierbeobachtungen waren gut heute Morgen, eigentlich wie fast jeden Morgen. Die meisten Tiere sehen wir doch in den ersten Stunden nach dem Hellwerden und abends wieder vor Dunkel werden. War ein junger Rehbock dabei, hier unten im Tal. Seine große Pfütze, da waren ganz frische Dachsspuren. Da ist heute Nacht der Dachs immer um dieses Gewässer herum und die Regenwürmer, die halb tot in dem Bereich lagen, hat er alle aufgesammelt. Zwei Rotmilaner habe ich gesehen. Wenn jetzt richtig warme Winde hier an den Hängen aufsteigen, machen diese Vögel keinen Flügelschlag mehr, sondern kreisen nur noch den ganzen Tag und suchen nach Beute. Milane sind mehr oder weniger reine Aasfresser. Deshalb gefällt es ihnen eigentlich auch in Deutschland so gut, weil hier so viel rumliegt. Also in erster Linie sind es natürlich Totgeburten oder Nachgeburten von Lämmern. Aber jetzt, wo die Grasmaht losgeht, fliegen die Milane regelmäßig und ganz systematisch die ganzen Wiesen ab und suchen nach den Tieren, ja leider muss man sagen, die von den Kreiselmähern meistens in Stücke gehackt wurden. Das ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil ihrer Nahrung geworden. Das Eichsfeld ist einer der wichtigsten Lebensräume des Rotmilans. Während der Brutzeit hüten die Weibchen die Nester, während die Männchen das Jagdgeschäft erledigen. In wenigen Wochen schon werden die Jungen selbst nach Beute suchen. Eingebettet zwischen den ehemaligen Grenzflüssen Leine und Werra, inmitten malerischer Hügel, haben sich wertvolle Nischen erhalten. Kleine Naturparadiese. Meistens komme ich immer ein bisschen zu spät zu den Verabredungen, aber heute muss ich ausnahmsweise mal warten. Ich warte nämlich auf einen Mann, der in diesem Gebiet hier direkt nach der Wende die ersten ornithologischen Kartografierungen vorgenommen hat. Und zwar noch zu einer Zeit, als hier noch Minen lagen. Aber Herr Roth ist nicht ganz pünktlich. Wahrscheinlich ist er noch irgendwo Vögel am Beobachten. Hallo, Herr Kieling. Hallo, Herr Roth. Grüße Sie. Willkommen im Eichsfeld. Danke. Ja. Sie waren einer der Ersten, der hier mit Kollegen gemeinsam die Vögel kartografiert und Bestandsaufnahmen gemacht hat. War es denn nicht sehr gefährlich, in diesem Gebiet, wo ja auch noch Minen lagen, Vogelbeobachtungen durchzuführen? Ja, uns wurde von Anfang an ganz klar und zielgerecht erklärt, welche Gefahrenbereiche es sind und wie wir uns örtlich zu bewegen haben. Und danach muss man sich halten. Und der Kolonnenweg war für uns ein sicherer Weg, ja, wo wir uns nicht Sorgen brauchten. Die Erforschung des ehemaligen Todesstreifens belohnte den Mut der Pioniere. Bis heute beheimatet die Gegend seltene Arten. Für den Anfang eine kleine Überraschung, ein Nistkasten. Und wir wollen doch mal schauen, was da drin ist. Junge Kohlmeisen. Aber Sie haben doch jetzt diesen Nistkasten bestimmt nicht für die Kohlmeisen aufgehangen, weil Kohlmeisen sind ja eigentlich so ein Allerweltsvogel. Ich dachte jetzt, dass da was ganz, ganz Seltenes drin ist. Aber na gut, Kohlmeisen, immerhin. Ja. Sie suchen sich aber auch das Schönste aus. Ja, Kohlmeisen, na ja. Doch Andreas Kieling bleibt optimistisch und wird schon bald Spannenderes entdecken. Einen neuen Töter zum Beispiel. Und da bewegt sich noch was.
Goldammer. Andreas ist beeindruckt. Die Vogelsafari durchs Eichsfeld lohnt sich. Und am Rande der Wälder gibt es noch mehr zu entdecken. Ja. Oh, was haben wir denn da entdeckt? Rehknochen? Ist zu groß für ein Reh. Zu groß? Ja, ich würde eher sagen, dass das von einem jungen Wildschwein ist. Also dieser massive Knochen hier. Ja. Also so 50 Kilo Wildschwein. Aber was wir hier haben, was uns sehr viel mehr zu schaffen macht, das ist der Waschbär. Waschbären kommen ursprünglich aus Nordamerika. Die ersten Europäer waren Ausbrecher aus Pelztierfarmen. Als Allesfresser haben sie sich Lebensräume in ganz Deutschland erobert. Mittlerweile dringen sie sogar in Städte vor, wo sie zur Plage werden. Auf dem grünen Grenzstreifen jedoch können sie sich ungestört austoben. Andreas und Cleo wandern zwischen Duderstadt und Teistungen. Sie erreichen das westöstliche Tor, ein Kunstwerk mitten auf der ehemaligen Staatsgrenze, das von Michail Gorbatschow persönlich eingeweiht wurde. 700 Kilometer liegen jetzt hinter uns. Ich denke, Cleo, da hast du dir eine kleine Belohnung verdient. Ja, Hund hat 3 Kilo abgenommen, ich 4. Und wir sind jetzt auf der Hälfte unserer Wanderstrecke angelangt. Das hier ist gleichzeitig die symbolische Mitte des grünen Bandes. Diese beiden Eichenstämme sind das Zeichen dafür. Die sind 2002 hier aufgestellt worden. Und die Künstler haben hier noch mehrere junge Eichen gepflanzt. Roteichen, Stieleichen, Traubeneichen. Das soll heißen, wenn diese Stämme irgendwann mal verrottet sind, was bestimmt noch lange dauern wird, dann sind diese Eichen als Symbol hochgewachsen. Die Eichenstämme des Denkmals und ihr langsamer Verfall stehen für den Lauf der Geschichte. Das ist wirklich spannend, dass hier Hornissen an diesem Stamm arbeiten. Also die wohnen hier nicht, sondern diese Hornissen suchen hier frische Zellulose, die sie praktisch hier abnagen, also das Holz dieser Eiche. Das verspeicheln sie und bauen damit ihr Nest. So wird sich der Stamm wahrscheinlich gar nicht mal durch die Witterung so zersetzen, sondern er wird in erster Linie von Spechten und von großen Insekten zerstört. Duderstadt ist die Hauptstadt des Eichsfeldes. Mit seinen mittelalterlichen Baudenkmälern und mehr als 600 historischen Bürgerhäusern zählt der ehemalige Grenzort zwischen Göttingen und dem Südharz zu den schönsten Fachwerkstädten Deutschlands. Auf geht's in Richtung Norden zu neuen Abenteuern. Der Weg nach Herzberg wird zu einer Zeitreise. In Teistungen sind auf mehreren Kilometern die ehemaligen Grenzanlagen erhalten. Das gesamte Sperrgebiet ist deutlich zu erkennen und wird zum Mahnmal. In der Nähe von Herzberg im Südharz betreten Andreas und Cleo eine verwunschene Welt. Die Ruhmequelle ist ein mystischer Ort, der schon von den Menschen der Steinzeit aufgesucht wurde. Ihr Wasser galt als besonders klar und rein. Schade, eigentlich müsste das Wasser hier viel klarer sein. Die Ruhmequelle ist nämlich eine Karstquelle. Das heißt, der Untergrund hier ist Kalkstein. Und aus kalkhaltigem Material kommt meistens sehr, sehr klares Wasser hervor. Oh, ist das kalt. Andreas Kieling ist neugierig, was er am Grund der Quelle entdecken kann. Für Cleo ist es mehr als ungewohnt, Herrchen tauchen zu sehen. Die Sicht ist schlecht und der Grund ist von Algen überwuchert. Aber so schnell gibt Andreas nicht auf. Hier direkt über der Quelle ist die Strömung so stark, dass ich nicht mehr untergehe. 5000 Liter pro Sekunde kommen hier aus dem Sediment. Er hat das Zentrum der Quelle gefunden, den sogenannten Quelltopf. Auf der Suche nach Fundstücken wagt sich Andreas Kieling weiter in die Tiefe. Das Wasser ist wirklich ziemlich trübe, nur 1,5 Meter Sicht. Aber ich habe schon meine ersten Schätze gefunden. Eine ganze Handvoll Munition. Pistolenpatronen, 9 mm Parabellum und ein paar alte Münzen.
ob sich der Tauchgang dafür gelohnt hat. Wird doch langsam so kalt hier drin. Der Anzug ist ein Nasstauchanzug, da geht das Wasser durch. Und die Temperatur ist wirklich nur 8 bis 9 Grad. Will ja schließlich noch zur Ostsee. Eine ruhige Nacht nach einem anstrengenden Tag. Andreas hat sein Zelt etwas nördlich der Ruhmequelle aufgeschlagen. Leo und ich sind jetzt im Südharz angekommen. Ziemlich felsiges Gebiet hier. Man nennt es auch die Harzer Dolomiten. Schöner Name, wie ich finde. Und ich habe deshalb an so einer unmöglichen Stelle hier gekämpft, weil ganz in der Nähe hier der Einstieg zu einer Höhle ist. Und zwar die Einhornhöhle. Da sollen früher der Sage nach natürlich Einhörner gelebt haben. Aber die Höhle zeichnet etwas ganz Besonderes aus. Die ist sehr groß und schon sehr alt. Und in dieser Höhle sind sehr viele prähistorische Knochen gefunden worden. So fast wie bei Louis Trenker. So hört man das gerne. Cleo, du musst heute hier am Zelt bleiben. Eigentlich darf Cleo sonst immer mit dabei sein. Doch diesmal ist es vielleicht ein bisschen zu abenteuerlich für einen Hund. Meter für Meter lässt sich Andreas Kieling in die Tiefe der Einhornhöhle hinab. In dieser Unterwelt waren einst die Neandertaler zu Hause. Mehrere Millionen Jahre Erdgeschichte spiegeln sich hier wieder. Für Wissenschaftler eine Fundgrube für Entdeckungen. Bitte nicht erschrecken. Glück auf. Glück auf? Wo kommen Sie denn her? Ich bin in dieser Höhle. Ja, ich habe mich da hinten abgeseilt und bin in die Höhle von da hinten reingekommen. Eigentlich nicht der richtige Weg. Andreas will mehr über die Fundstücke der Höhle erfahren. Das ist ein Kiefer, den wir geborgen haben, ein vollständiger, ein Unterkiefer. Ja. Und dieser Höhlenbär hatte platte Zähne, um Pflanzen zu zernagen. Ich habe mal gehört, dass so der Drachenmythos entstanden ist, weil man fand zum Teil große Schädel, meistens von Höhlenbären. Man erkannte nicht, dass es Bären waren und hat gesagt, guckt euch das mal an, hier in der Höhle hat ein Drache gelebt, der ist gestorben. Und hier ist der Schädel von ihm. Stimmt das? Die Tierknochen, die man im Boden fand, die man lebenden Tieren nicht zuordnen konnte, das war halt der Mythos dann. Man bastelte sie irgendwie zusammen. Ja. Es entstand ein Einhorn, ein Drache oder sonst irgendwelche eigenartigen Wesen. Ja. Und die Tiere waren ja auch groß, viel größer als die Tiere, die man heute kennt in unserer Region. Die Vielzahl unterschiedlicher Knochenfunde machte die Höhle schon früh bekannt. Viele Naturforscher versuchten hier ihr Glück. Dieser große Raum ist der Schillersaal. Berühmte Namen haben Tradition in dieser Höhle. Goethe war selbstverständlich auch hier auf seiner dritten Harzreise. Leibniz war hier, der große Berliner Arzt Rudolf Virchow. Alle suchten entweder nach dem Einhorn oder nach den Neandertalern. Ja. Und wenn wir uns umschauen, haben wir hier Hunderte und Tausende von Inschriften an den Felswänden überall. Das war damals noch eine echte Mannestat, sich in eine Höhle. Das war etwas Besonderes. Man ging ja in den Untergrund, man wusste nicht, was einen erwartet. Ja. Man brauchte wirklich Mut, Fackel nur dabei. Und man hatte Bedenken, ob irgendwelche Unwesen in diesen Höhlen aus einer Spalte oder aus einem Loch sprechen. Heute leben vor allem Insekten und Fledermäuse in der Höhle. Doch das war nicht immer so. Wir sind in der Haupthöhle und Herr Kieling, ich habe noch eine Überraschung für Sie. Unsere beiden Haustiere. Donnerwetter. Höhlenlöwe und Höhlenbär. Ja, das sind friedlich nebeneinander. Friedlich nebeneinander, obwohl sie wahrscheinlich im wirklichen Leben damals sich bekämpft haben. Ist der lebensecht in Lebensgröße abgebildet? Der ist in Lebensgröße, aber ein kleines Exemplar. Ja. Und der Höhlenbär ähnlich? Der Höhlenbär auch. Das ist dann eher ein weibliches Tier. Ein ausgewachsener Höhlenbär, männlich, wäre noch einen halben Meter höher. Donnerwetter. Zurück in der Jetztzeit.
So, Herr Filling, jetzt sind wir durch den richtigen Höhlenzugang hinausgekommen. Tür zu machen? Schön ebenerdig bitte zumachen. Es zieht sonst in der Höhle. Wir haben Durchzug hier. Und hier gehen wir normalerweise normal, bequem, ebenerdig hinein in die Höhle. Und können jetzt wieder ans Tageslicht und in die Wärme vor allen Dingen. Ja, es ist ein Temperaturunterschied von 15 Grad hier. Ja, oder mehr. Und wesentlich wärmer hier draußen. Und das ist das berühmte Einhorn? Das ist das berühmte Einhorn. Von Herrn Leibniz so zusammengebastelt mit Otto von Guericke damals. Und wir haben es aufbauen lassen hier aus echter Harzer Eiche und als Symbol für diese Höhle. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute für die Höhle. Und Ihnen eine gute Tour weiterhin. Ja, kann ich gut gebrauchen. Bis heute wirkt die Gegend um die Einhornhöhle wild und unzugänglich. Eine Steinzeitkulisse. Ganz in der Nähe der ehemals deutsch-deutschen Grenze, der Andreas Kieling weiter in den Norden folgt. Zeit für eine kurze Pause. Der Abstieg in die Einhornhöhle hat mich heute wirklich sehr beeindruckt. Und wenn ich überlege, die Stelle, an der ich hier jetzt sitze, ist nur 200 Meter vom Höhleneingang entfernt. Und hier haben vielleicht vor 100.000 Jahren Neandertaler gesessen, haben auch in dieser Ebene gesehen. Damals sah die Landschaft nur anders aus. Entweder war es Tundra, 50.000 Jahre später wuchs hier wieder ein Urwald. Sie haben auf Mammuts gelauert oder auf Waldelefanten. Dort hinten ist die Grenze zu Thüringen. Dort fängt Hessen an, beziehungsweise hört auf. Und hier unten, das ist Niedersachsen. Morgen werden Cleo und ich in den Hochharz wandern. Und da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Der Brocken ist mit 1141 Metern der höchste Berg im nördlichen Deutschland. Unzählige Mythen und Legenden ranken sich um das berühmte Granitmassiv. Im August 1961 wurde der Berg zum militärischen Sperregebiet der DDR und ist erst seit der Grenzöffnung Wanderern wieder zugänglich. Auch der Dienst der Brockenbahn war zu DDR-Zeiten eingestellt. Ja, schon eine Pause? Ja, es ist ganz schön anstrengend hier, der Aufstieg. Wir sind auch schon beide ein bisschen länger unterwegs. Ja, aber es sind noch 5 Kilometer bis zum Gipfel. Bis hoch? Ja, können ja ein Stück mitkommen. Ja, Andreas Kieling ist mein Name. Oh, grüße Sie. Ja. Sie kommen mir bekannt vor. Ja. Sind Sie Brocken-Benno? Ja. Ja? Der dreimal im Guinness-Buch der Rekorde war? So ist das. Oder ist? So ist das, ja. Weltrekordhalter auf den Brocken und wieder runter? Ja, natürlich. Ja, der Brocken-Benno. So bin ich zumindest bekannt. Ja. Mir macht das Spaß. Ich gehe jeden Tag, wenn nichts dazwischen kommt. Also man sagt, fast jeden Tag bin ich hier unterwegs. 5.710 Mal heute. Das sind aber inzwischen auch 77.000 Kilometer. Ja. Ja, also ich kann ja seit dem 3. Dezember 89 wieder laufen. Das sind fast 20 Jahre. Dann wurde der Brocken wieder eröffnet. Ja, da war ich ja dabei. Und vorher konnte ich 28 Jahre nicht gehen. Ja, da hat sich natürlich ein gewisser Ärger angestaut. Und jetzt freut man sich umso mehr, wenn man jetzt hier vor allen Dingen durch unseren Nationalpark gehen kann und sich immer wieder erfreuen kann an der Natur. Also dann wandern wir jetzt gemeinsam hoch zum Brocken. Gut. Kleinen Moment, ich bin noch nicht so weit. Der Rucksack ist zu schwer. Ist der Hund immer an der Leine? Ja, ist er doch. Ja. Sonst läuft er weg. Nee, der läuft nicht weg. Der ist noch nie weggelaufen. Hallo. Moin. Na, große Truppe, wo kommt ihr denn her? Vom Norden, von der Ostsee. Von der Ostsee? Bist du nicht der Brocken, Benno? Na klar. Ich hab dich im Fernsehen auch schon mal gesehen. Ja. 5.555 Mal, ne? Ja, und heute 5.710. Der musste ja über 10 Jahre jeden Tag mal raufgeladen sein. Ja, so ungefähr. Ja. Brocken, Benno, ne? Ja. Wie oft sind Sie auf dem Brocken im Jahr? Also im Jahr 333 mindestens, das ist der Durchschnitt, alle 3 Jahre 1.000. Das Jahr hat aber 366. Ja, ein paar Tage muss ich ja Urlaub machen, sonst kriege ich ja Ärger mit meiner Frau. Da kennen Sie ja schon jeden Stein hier. Naja, das so, aber es wird nicht langweilig, ich treffe ja jeden Tag andere Leute, heute treffe ich euch. So zum Beispiel uns. Inzwischen sind 77.000 Kilometer geworden
Und da kann ich es auch sagen, 77.000 Kilometer gegen das Vergessen. Denn ihr wisst ja, hier oben war militärisches Sperrgebiet, man darf es nicht vergessen, immer wieder daran erinnern. Ja, und wir können uns heute freuen, dass wir uns hier frei bewegen können. Vor 20 Jahren wären wir erschossen worden. Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs wurde So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja, gleich am Brocken hier. Wir sehen noch die Gebäude hier, den ersten Fernsehturm der Welt. Jetzt ist natürlich Hotel mit Aussichtsplattform, Sendemast zu DDR-Zeiten schon errichtet. Erster Fernsehturm der Welt, wann war das? Ja, 1939. Aber dann kam der Krieg, es waren nur Probesendungen. Und der Amerikaner hat nachher auch einige Gebäude zerstört. Es wurde dann ein bisschen reduziert. Hier sehen wir noch das ehemalige Gebäude der Staatssicherheit, jetzt Brockenhaus, Museum. Also es ist eine tolle Sache. Der Gipfel des Brocken zeigt sich von seiner typisch rauen Seite. In sicherem Abstand folgt ein hungriger Fuchs den Wanderern. Er hofft wohl auf Essensreste. Bald ist es geschafft. Also was mich hier am Harz am meisten fasziniert, das ist einmal diese urige Landschaft. Ja. Und das sind auch die vielen Mythen, ja, und Geschichten und Sagen, die es um den Harz gibt. Das stimmt. Allein die Geschichte mit den Hexen hier oben auf dem Brocken. Ja. Das also früher, das kommt ja aus der Zeit, als es noch keine Gebäude dort oben gab. Genau. Und bei tiefstehender Sonne, glaube ich, also im Morgen- oder Abendsonne. Und dann musste auf der anderen Seite der Nebel sein. Und wenn die Menschen da oben standen, dann haben sie praktisch ihre eigene Reflexion in den Wolken oder im Nebel gesehen und dachten, das spukt. Und das wurde als Brockengespenst bezeichnet bis heute. Der Gipfel ist nicht mehr weit. Der Begleiter verabschiedet sich. Das ist der Wurmberg? Ja. Das ist eine Sprungschanze, eine oder? Eine Sprungschanze. 100 Meter weit können die Springer dort springen. Da drüben stand auch dieser Horchposten vom, von den Amerikanern. Von den Amerikanern. Ja, den haben die aber gesprengt. Ja, der ist abgerissen, hat ja nun keine Bedeutung mehr. Ja. Ja, aber auf jedem Berg des Harzes stand irgendeine Spionageeinrichtung. Die Franzosen, die Engländer, die Russen, überall. Die Russen waren natürlich hier am Brocken, die hatten den höchsten Punkt. Das Ziel ist erreicht. So, jetzt sind wir oben. Ja, wir haben typisches Brockenwetter. Bisschen windig. Ein bisschen windig, das ist ordentlich brisig hier. Ach, na, ich habe schon über Windstärke 12 erlebt. Das ist heute. Ich habe gehört, der Brocken ist der windreichste Berg Deutschlands. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten schon. Was ist der Rekord hier? 263 Kilometer pro Stunde. Das entspricht einer Windstärke von 27. Eins dürfen die beiden natürlich auf keinen Fall vergessen. Gipfelfoto. Ja, klasse. Nach erfolgreicher Besteigung verabschiedet sich Andreas Kieling von Brocken, Benno und Berg. Hinunter ins Tal geht es mit der Brockenbahn, die bereits seit 1899 in Betrieb ist und seit der Grenzöffnung wieder regelmäßig fährt. Sie ist eine Art Freiheitssymbol für den Brocken geworden. Zurück auf dem Kolonnenweg sind Andreas und Cleo in der Wildnis des Hochharzes unterwegs. Es ist eine der regenreichsten Regionen Deutschlands. Die Landschaft wird von Wasserfällen, Flüssen und Granitfelsen geprägt. Besonders die Vielfalt der verschiedenen Landschaftsformen ist hier beeindruckend. Intakte Moore säumen den Weg durch den Nationalpark Harz. Der Harz hat schon wirklich eine Menge zu bieten. Die hohen Berge, die ganze Mystik. Und es gibt im Harz auch noch etwas ganz Besonderes, was eigentlich in Deutschland in dieser Form einmalig ist. Hier lebt nämlich wieder seit einigen Jahren eine der größten Raubtiere Europas, der Luchs. Und ich bin heute mit Ole Anders verabredet, er ist Luchsexperte. Und er will mir zumindest beweisen, dass es hier Luchse gibt. Und vielleicht haben wir sogar eine Chance, einen Luchs zu Gesicht zu bekommen. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Andreas. Hallo. Ja, grüß dich.
Ernsten, wir haben eine SMS von unserem telemetrierten Lux bekommen. Ja. Und der hat uns hier etliche Punkte geliefert. Und hier ist wirklich so ein Cluster, so eine richtige Ansammlung von Punkten. Und das ist eigentlich immer ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass da irgendwas Interessantes liegt, dass da ein Riss ist. Ja. Und ich denke, wir geben die Daten jetzt mal ins GPS-Gerät ein und dann gehen wir genau dahin. Luchse sind extrem scheue Tiere. Nur selten bekommt sie jemand zu Gesicht. Aber einige der Großkatzen sind zu Forschungszwecken mit Funkhalsbändern ausgestattet. Also das ist jetzt das Signal vom Halsbandsender vom Lux, ja, genau, was wir drauf haben. Der schlägt ja fast bis zum Ende aus. Das heißt, ja, wir sind nur noch ganz... Es sieht eher danach aus, dass er, ja, in der Richtung sich befindet. Das Signal zeigt auch, wie weit Andreas und Ole vom Lux entfernt sind. Der Hund hat es schon in der Nase. Ihn zieht schon wie verrückt. Cleo, such voran. Aufregung macht sich breit. Und dann? Ist ja ein Hirsch, ein Rotwildkalb. Ja. Mit Cleos Hilfe haben die beiden die versteckte Beute eines Räubers gefunden. Vom Lux selbst keine Spur. Wie tötet jetzt ein Lux ein so großes Tier? Seine Fangzähne sind ja gar nicht so groß. Also er muss praktisch an den Hals, oder? Ja, also ein Lux beißt immer... an die gleiche Stelle, nämlich immer unterhalb der Kieferknochen, direkt in den Hals. Und der Lux bringt einfach aufgrund seiner Schädelform erheblichen Druck auf den Quadratzentimeter. Und er beißt einmal zu und es ist wie ein Schraubstock. Und dann hält er nur noch fest und wartet, bis die Gegenwehr erloschen ist. Dass jetzt der Erleger noch mal zu seiner Beute in den nächsten Stunden zurückkehrt, ist relativ unwahrscheinlich. Dafür haben wir uns hier zu sehr... gemacht. Also ich glaube schon, dass er wiederkommt. Also ja. Dafür ist er einfach zu nah, als dass er ja. das nicht noch mal nutzen möchte. Aber die Frage ist einfach, ob wir hier in dem Gelände eine Chance haben, ihn wirklich zu sehen. Denn wir müssen uns da, glaube ich, schon ziemlich weit wegbewegen, dass er uns nicht zuerst mitkriegt. Und dann sehen wir ihn wahrscheinlich hier unten nicht. Aber ich kann dir Luchse zeigen in dem Gehege, was wir haben. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Und vielleicht sollten wir da hingehen. Ja, sehr, sehr gerne. Die naturnahe Luchsanlage im Harz ist einzigartig in Deutschland. Doch selbst hier hat es Andreas Kieling nicht leicht, sich den scheuen Tieren zu nähern. Eine Katze und ein Kater leben hier. Das hier ist Attila, ein ausgewachsener Kuder, jetzt schon 15 Jahre alt. Und er lebt hier im Harz in einem großen Gehege. Obwohl das hier im Gehege ist, muss man sich trotzdem langsam bewegen, keine schnellen und hektischen Bewegungen machen. Attila ist natürlich an Menschen gewöhnt, sonst könnte ich gar nicht so nah an ihn ran. Luchse zählen zu den sogenannten Top-Prädatoren. Bär, Wolf und Luchs, das sind die großen Beutegreifer, die wir mal in Deutschland hatten oder wieder haben. In einigen Gebieten Deutschlands ist der Luchs wieder angesiedelt, so wie im Bayerischen Wald oder hier im Harz. Wichtig ist in diesen Regionen, dass das Beutespektrum stimmt, dass es genug Nahrung für ihn gibt, dass der Biotop genügend Lebensraum hergibt und natürlich die Toleranz des Menschen, der überhaupt zulässt, dass solche großen Beutegreifer bei uns wieder leben können. Das ist typisch für Raubtiere. Große Beutetiere können sie nicht auf einmal auffressen. Und Wölfe zum Beispiel schlingen sich komplett voll, haben dann solche riesigen Bäuche. Katzen sind da etwas eleganter. Die fressen nur so viel, wie sie auf einmal auch verdauen können, gehen dann wieder an ihre Verstecke zurück und kehren aber über die Woche regelmäßig zu ihrem Riss zurück. Deshalb vergraben sie die Tiere auch, dass diese großen Beutetiere wie Rehe oder Rotwildkälber vor anderen Fressfeinden, also zum Teil vor Artgenossen oder auch vor Füchsen und Dachsen, einigermaßen sicher sind. Aber auch im Gehege ist die vergrabene Beute nicht immer sicher. Das hungrige Weibchen hat gut aufgepasst. Und Attila hat mit so viel Frechheit nicht gerechnet. Die Mahlzeit muss er ihr wohl überlassen. Am nächsten Morgen nähert sich Andreas Kieling der Eckertalsperre bei Bad Harzburg. Die Brücke über den gestauten Fluss führt direkt Richtung Osten. Der Stausee war einst Grenzgebiet und diente der Trinkwasserversorgung von Braunschweig und Wolfsburg. Gibt's ja gar nicht. Ein Grenzstein mitten auf der Staumauer. Hm? Ist mal ein Witz. Sagen Sie, Entschuldigung. Schönen guten Morgen erstmal.
Dieser Grenzstein, das ist wohl hier ein Witz, oder? Ja, ein Witz würde ich nicht sagen. Die Grenze war auch. Ob es nun genau da ist, weiß ich nicht. Der Bach, der hier gestaut wurde, zur Talsperre, die Äcker, bildet die Grenze zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland seinerzeit. Und folglich auch da, wo er mal Bach war. Das heißt also, die alte deutsch-deutsche Grenze ging genau durch die Talsperre? Irgendwo hier durch, in dem alten Bachverlauf folgen. Werner Weiberg war einer der Betriebselektriker auf westlicher Seite und kann sich noch gut an die damalige Situation erinnern. Ob das nun genau die Grenze wäre, auf alle Fälle hat man es, sagen wir mal, fairerweise so gemacht, dass wir von drüben den Zugang zu den Betriebsgebäuden erhielten. Man hat also nicht da mitten drauf gesetzt, sondern hat hier zugemacht. Also Sie konnten noch an die Elektroanlage und die DDR-Techniker. Für die war hier einfach dann Schluss. Ja, und wir konnten da unsere Sachen bedienen. Ja. Um die Wasserversorgung zu gewährleisten, war den Handwerkern der Zutritt erlaubt. Die hatten eigene Wege der Verständigung zwischen Ost und West. Die kriegten da drüben in ihrer Garnison, sag ich mal, in der Försterei, Strom von hier. Ja. Und alle 8 Wochen ungefähr, glaube ich, wurde dieses Kommando ausgetauscht. Aber etwas unkonventionell. Die einen gingen und die anderen kamen vielleicht. Ja. Und dann kamen die ein paar Tage später. Da haben wir denen immer den Strom abgeschaltet. Dann dauert das ein paar Tage. Dann kam einer an der Strippe lang und sagte, elektrisch ist kaputt, ja. Ob wir das reparieren könnten, ja. Und dann bin ich mit einem zusammen losgegangen, da drüben hin, haben da in jedem Zimmer irgendwelche Steckdosen aufgeschraubt, sachverständig genickt und so weiter. Sinn der Sache war, dass uns jeder kennenlernte. Das hört sich fast nach einem freundschaftlichen Verhältnis an. Sie sind wirklich der erste Mensch auf meiner ganzen Wanderung, der in einer, ich sag mal, entspannten Weise und ganz ohne Groll und ohne bösen Geschichten eigentlich von dieser Grenz-Grenz-Beziehung hier spricht. Also das hängt wahrscheinlich auch mit der Struktur der Landschaft zusammen und damit, dass das hier so, ich sag mal, mehr oder weniger menschenleer war. Ja, und auch mit dem zeitlichen Abstand. Ich denke, ich werde mal weiter wandern. Und ganz herzlichen Dank für die Auskunft. Viel Spaß. Und wenn ich hier weitergehe, komme ich ja wieder auf den Grenzweg hoch. Ne? Sie kommen jetzt auf der Ostseite der ehemaligen Grenze. Von da kommen Sie im Tal runter nach Ilsenburg. Ja. Prima. Allerbesten Dank und noch einen schönen Tag für Sie. Bitte, gleichfalls. Ja. Tschüss. Cleo, komm.